Hoffentlich kann ich bannen. Wunderbar. Ich bann den Xul. Das ist aber auch irgendwie ein Bug. Guck mal, der hat ein grünes Gesicht da oben. Ja. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Dieses Reich braucht mich. Ich bin hier, um zu helfen. Alarak und Jaina. Ja. Guter Draft. Tychus, Li Ming, ETC, Varian und Funkelchen oder so. Perfekt. Falls wir die alle kriegen. Wenn nicht, nimmst du Tyrande, ist auch okay. Oder Malf, was du willst. Also nicht auf Tyrande, reicht bei den Lobs. So, wir bannen Joanna, würde ich sagen, oder? Fällt dir was Besseres Ja. ein? Bis sie es mit mir zu tun bekommen. Sehr gut. Müsste gehen. Wir werden ein neues Schicksal. Ja. Jetzt können die nämlich nicht mal das Funkelchen nehmen, um den ETC zu countern. Ja, Morales könnten sie nehmen. Auriel. Ich kämpfe bis Oder zum Rega. letzten Den Atemzug. hat man schon länger nicht mehr gesehen. Ja, wir haben ein sehr gutes Team. Sehr guter Draft. Das ist in den letzten 5 Games das erste Spiel, wo ich sage, wir haben einen guten Draft. Jetzt hängt auch alles davon ab, wie gut der Alarak und die Kerrigan ist im Gegnerteam. Ja, Li Ming hat sich auf jeden Fall über meinen Bann gefreut, scheinbar. Ja. Gucken, ob er die auch spielen kann. Ja. Rest in Peace, Headphone. Ich glaube, ich nehme wieder den Link hier, um mich Auf jeden Fall gegen die. Wegen Kerrigan kommen oder bist du tot sonst? Gemeinsam Und Alarak auch noch, ne? werden wir den Sieg erringen. Ja, ich gebe euch noch 10 Sekunden.
soll ich Bright nehmen oder lieber? Ich würde sagen, lieber den Heal. Wir haben echt eine Menge Burst Damage, ne? Ja. Ja, das war nur die Reichweite. Und auf 7 würde ich auch wieder die passiven Heal nehmen. Kein Clans. Die Noobs, die reagieren da eh nicht drauf. Also. Clans kannst du erst wieder ab Diamonds killen. Oha. Ist das so schwer, einfach nur zu soaken? Komm, da unten, da müsste jemand alleine mit den Coins sein. Vielleicht können wir den überfahren. Hier! Ich danke euch. Ein bisschen verpasst, leider. Wir waren aber auch zu zweit. Denkst du dasselbe? Ich danke euch, Heiler. Easy Camp musst du doch jetzt gleich kommen bei Minute 2, oder? Macht der ETC Top unten mit, oder? Ich glaube nicht. Das kommt doch jetzt hier, oder? Ja, genau. Minute 2, sag ich ja. Ich muss weg zum Ding. Wohlverdient, Freunde. Minute 3 spawnt das Hardcamp. Boah, wir droppen in den XP. Mir wurde schon langweilig. Ich kann auch nicht porten, Homo. Die Zeit der Gerechtigkeit. 7 Sekunden. Ja, das habe ich nicht gesehen. Warum sagt ihr denn nichts? Sagt ihr nichts, ich bin gestorben. Weil ich hatte nämlich direkt auf euch geklickt und dann noch geguckt hier oben. Tja, wir haben alle Coins verloren. Ich hab doch gesagt 8 Sekunden, deswegen. Ich hab gedacht so. Halt kacke, ne? Dass wir keinen Laner haben. Wieder mal. Ach komm, ey! Boah. Stirbt halt keiner von denen, ne? Vor allem, die haben dir so viel ranziehen und keine Ahnung, ich glaube, ich will auf jeden Fall planen. Bringt nichts, du bist in der Sekunde tot, aber mach was du meinst. Ich kann mich sowieso nicht selber clampen, aber andere. Ich hätte auf 4 das andere skillen sollen, so eine Kacke. Wie gesagt, oder ihr dürft da halt nicht so weit rein, YOLO.
Weil die warten immer darauf, dass ihr weiter reinläuft und dann. Hör mal, die Jaina war fast tot. Ich weiß nicht, was unsere DDs gemacht haben. Nix scheinbar. Einfach nur bad. Und da hatten wir noch Glück, dass deren Rega die Jaina geblockt hat. Das hätte eigentlich. Das war ein geschenkter Kill. Ja, vor allen Dingen, wir sind schon 2 Level zurück. Wir müssen Lanes machen. Schon wieder bin ich der Einzige auf Jaina. Ich bin fast tot. Komm schon, Li Ming. Für den Ruhm der Allianz. Was macht die da? Die Pain. Ja, ist ja schön, aber zu zweit mit Li Ming geht's da bestimmt nicht hin. Wir sind 10. Oh, von zwei Seiten ist Kacke. Erstklassige Heilung. Wir sollten einfach erstmal ein Payment machen. Ja. Versucht das durchzukriegen. Jetzt runter. Der Alarak da. Hier oben ist Nora gehen. Gut, mir wurde schon langweilig. Ab jetzt bin ich ja auch erst ein DD, ne? Wir müssen hier am Abgeben händeln. Ja, müssen wir auch. Und selber payen am besten. Fehlen aber 2. Na egal. Machen wir einen. Unten das Hardcamp vielleicht? Ja, aber dann bezahlen die noch. Hier, fight, 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 komm fight. Schon. Scheiße. Wo zur Hölle ist die Li Ming? Ein bisschen tot sein hat noch keinem geschadet.
Alter. Hat die gepennt oder was? So leicht gebe ich nicht auf. Unten verlieren wir das vor. Na. Jede Runde ein anderer Bock dabei. Leute, lass doch erstmal hier deffen. Ah, Li Ming hat uns das Spiel verloren. Ich danke euch, Heiler. Auch noch. War schon wieder zwei Level zurück. Na klar. Mal Hardcamp machen. Oh Gott, ich bin tot, okay. Feuer frei bezahlt hätte! Feuer frei, ihr Nichtsnutzer! Du wurdest wohl über die Planke gerichtet! Die sind auch da lange. Scheiße, ja, die sind jetzt auch tot. Euer Gegner hat eine Festung zerschossen! Die Li Ming ist einfach zu schlecht. Wir schmieden uns. Das reicht. Wir malochen nicht. Fehlt halt immer, ne? Zu den Waffen. Ich bin tot. Jetzt stirbt die Li Ming wieder, bis dass wir wieder da sind, wirst du sehen. Damit wir dann wieder sterben können. Wir sehen nochmal. So leicht gebe ich nicht auf. Ich kämpfe für mein Königreich. Wir denken dasselbe. Kämpfen ohne 16er Talent? Hm. Verfolgt stets unser Ziel. Unten müssen wir dachten noch. Okay,
gekommen. Ah, wir wollen uns fighten, bevor wir 16 sind. Oh Gott, die nehmen. Was hat die genau gemacht, während die alle im Moshpit waren? Der Moradin war auch der. Okay, kannst nichts machen. Die sind einfach besser als wir, GG. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der da drauf klopft und ich sterbe die ganze Zeit, weil ich irgendwie der Einzige bin, der kämpft. Unsere DDs rennen weg oder was? Keine Ahnung. Na, die ist weggelaufen von Moradin. Jetzt kommt der Boss und die befreien. Brauchen die nicht mal, sie pushen mit dem Boss mit und rüber. Eventuell. Von unten. Kommt gleich wieder die Jaina-Ulti, ne? Ich wollte es gerade sagen. Ich hätte sie nämlich auch in diesem Moment geschmissen. Ja, aber mich hat sie nicht getroffen. Wie gesagt, das können wir hier nicht. Mit den Leuten können wir da hier nichts machen. Ist eh vorbei. Die haben uns richtig fertig gemacht, die Leute. Vor allem der Alarak war gut und die Kerrigan war gut. Lust auf noch eine Runde? Wir hatten eigentlich gar nicht so ein schlechtes Team, aber... MVP. Ey, sogar der Rega hatte 9 Kills. Unfassbar. Silber. No.